Peter Klöppel, was ist für Sie anders als bei den anderen TV-Duellen? Erstmal gar nichts. Wir haben hier wieder eine Konstellation, 4 Journalisten fragen, 2 Politiker antworten. Wir müssen versuchen, das, was Deutschland bewegt, was die Bürger auch bewegt bei ihrer Wahlentscheidung, so hier abzuarbeiten, dass möglichst viele Menschen zu Hause das Gefühl haben, oh, ich habe entweder neue Informationen bekommen oder es die Dinge, wo ich mir eine Bestätigung gesucht habe, sind hier nochmal bestätigt worden und das werden wir professionell abwickeln. Sie haben aber bestimmt den Ehrgeiz, nicht Stichwortgeber nur zu sein für die Trainer, die ja jetzt schon im Hintergrund die Kanzlerkandidaten ausbilden und schulen. Welche Gedanken gehen Ihnen möglicherweise durch den Kopf, um gerade das aufzubrechen, nicht mehr Schablonen abzurufen, sondern auch mal den Menschen dahinter zu sehen? Also dieser Gedanke geht uns ständig durch den Kopf und zwar nicht nur bei einem Fernsehduell, sondern auch bei allen Interviews, die wir führen. Interviews haben ja immer 2 Ebenen. Man muss auf der einen Seite eine Sachebene berücksichtigen, bei der es einfach darum geht, den Menschen, die vielleicht auch zu Hause mit Politik sich nicht so viel beschäftigen, mal eine Grundinformation zu geben über das, was überhaupt diskutiert wird in diesem Wahlkampf. Wer von uns hat tatsächlich die Parteiprogramme von SPD oder Union einmal quer durchgelesen? Die wenigsten. Also müssen wir versuchen, in diesen 1,5 Stunden auch Teile dieser Programmatik vorzustellen. Gleichzeitig müssen wir auch versuchen, an der einen oder anderen Stelle die beiden aufeinander quasi zu treiben und klar zu machen, wo sehen die beiden zwischen sich Unterschiede, auch in ihren Programmatiken. Und natürlich werden wir das nur versuchen und tun können, indem wir möglichst gute Fragen stellen, möglichst Fragen, in denen wir sowohl das Inhaltliche, aber auch das Atmosphärische abdecken. Wenn wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch was Persönliches rausbekommen, ist das gut, ja. Aber wir dürfen uns auch nicht vormachen, dass wir eine, sagen wir mal, Antwort, die vielleicht in den Köpfen von Politikern schon seit Monaten oder Jahren immer wieder kommt bei einem bestimmten Themenbereich, dass wir die völlig vermeiden können. Wir müssen dann einhaken, aber wir können sie nicht völlig ausschließen. Nun stellt sich natürlich immer wieder die Frage, ist das eine Inszenierung, was Sie da machen? Es gibt ein Drehbuch, es gibt feste Regeln, es gibt Antworten, die man schon kennt. Also Sie kennen sie garantiert, weil Sie ja auch Sommerinterviews führen und alle möglichen Sender sicherlich auch gucken und den Delinquenten studieren. Inwieweit ist da noch Improvisation möglich? Gibt es so etwas? Also es gibt auf unserer Seite Improvisationsmöglichkeiten, es gibt natürlich auch auf Seiten von Angela Merkel und Peer Steinbrück Improvisationsmöglichkeiten. Wir werden es nie ausschließen können, dass auch in einer solchen Runde bestimmte Formen wieder auftauchen, die wir schon in anderen Interviews gesehen haben. Wir können uns auch als Mensch nicht jedes Mal neu erfinden. Das gilt nicht nur für Politiker, sondern es gilt auch für alle anderen Menschen. Die Regeln sind aber beileibe nicht so strikt und es gibt auch kein Drehbuch in dem Sinne, dass wir jetzt mehr oder weniger wie in einer Checkliste bei einem Flugzeug vor dem Start folgende Punkte abarbeiten müssen, im Reiseflug, auf der Reiseflughöhe dann jene Punkte und vor der Landung solche Punkte. Aber wir haben ein Gerüst und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ein Gerüst hat für eine solche Sendung, weil wir haben nur 90 Minuten zur Verfügung. Natürlich könnten wir uns 90 Minuten lang ausschließlich über eines der vielen Themen unterhalten, die wir dann am Sonntag auch behandeln werden. Das wäre aber nicht ausreichend für viele Menschen, weil viele Menschen sich auch für mehr als nur ein Thema interessieren. Wie haben Sie sich geschützt vor, ich sag mal in Anführungsstrichen, feindlicher Beobachtung? Ich meine, nicht erst seit der NSA wissen wir, dass es natürlich auch Informanten in den Sendeanstalten gibt. Ich kann nur für meinen Sender sprechen und ich gehe fest davon aus, dass das bei den anderen Sendern genauso ist, dass wir Vertraulichkeit vereinbart haben und zwar höchste Vertraulichkeit, ganz besonders, wenn es darum geht, über welche Fragen diskutieren wir hier. In den Runden, in denen wir gemeinsam diskutieren, sind wir eine relativ kleine, überschaubare Gruppe. Da gibt es schon viel Vertrauen und ich sehe überhaupt keinen Grund, dass dieses Vertrauen erschüttert wird. Und um Ihre NSA-Frage zu beantworten, nein, wir tauschen nicht mit einem ganz besonderen Kodex oder Schlüssel oder was auch immer unsere Fragen aus, sondern wir schicken das. Ja, da sind wir vielleicht auch naiv, aber ich glaube ganz einfach, dass nichts passiert über ganz normale E-Mail, unsere Post hin und her. Toi, toi, toi dann für den Sonntag. Danke.